Gut, also machen wir erstmal jetzt eine Unterkunft. Ja. Wollen wir denn quasi eine WG machen oder jeder seins? Reicht ja eh ein großes, wa? Schlafen ja nicht wirklich, ich sag hier im Wohnzimmer. Hier wird der durchweg geackert. Stimmt. Brauchst ja keiner. Bei Marvel haben wir da. Wir haben jetzt hier noch Steine, haben wir jetzt da. Wisst ihr, was eine Chisel ist? Chisel? Eine Chisel. Gebt mal unten ein. Chisel. CH? Ups. Chisel. Genau. Das gibst du mal ein. So, und dann gehst du mal auf die letzte Seite, auf die Seite 7 von 7 müsste das auch sein bei dir. Ich habe 6. 6, dann gehst du auf die letzte Seite, da hast du unten so eine Chisel. Mit 5 letzte Item. Sieht aus wie so ein Spachtel. Ja. Genau. Das ist eine Chisel. Ganz einfach herzustellen. Aus dem Eisenbahn und einem Stock. Ganz easy going. So ein Ding kannst du dir ruhig mal selbst noch anlegen, da, kein Problem. Ich mach auch noch mal ein paar Stickity Sticks. Ich wollte gerade die Sticks gerade in meinem Inventar. So. Da raus. Weil die Chisel, die verbraucht sich nämlich. War vorher, glaube ich, nicht so gewesen, mittlerweile verbraucht sie sich. Was ist das? Kann ich jetzt damit abbauen? Ja, nicht. Hast du so ein Ding? Ja. Gut, wir nehmen dir mal jetzt einen Marble-Stack raus und ein. Ja, ein Steinziegel-Stack, ist ja egal. Hab ich? Gut, jetzt nimmst du die Chisel in der Hand. Machst Rechtsklick. Oh. Jetzt packst du mal einfach, kannst du das Marble kannst du hochschiften oder die Steinziegel, die kannst du auch reinschiften. Die gehen oben links in die große Anzeige drin. Ja. Ja, und dann siehst du, was du noch machen kannst. Brauchst du dann nur im Grunde aus dem ganzen Auswahlfeld dir einfach nur das auswählen, was du glaubst haben zu wollen. Und dann hast du dann aus dem Stack dann halt den Stack gemacht. Das ist ja cool. Genau, das ist Chisel. Gibt da ganz viele andere coole Sachen, wie Carpenters Block und so weiter. Aber das machen wir dann. Wenn du wieder rausnehmen willst, wie gesagt, musst du halt oben links da, wo du jetzt den Stack, den du drin geschiftet hast, den sieht man jetzt so als solches nicht. Wenn du die Maus aber rüberhältst, dann, dann merkst du das. Aha. So, dann ist natürlich die Frage jetzt, ich hätte gerne was Ultra-Weißes. Weil, weißt du noch, wie der Keller aussah bei Debitor? Den er bei Mark unten gebastelt hat? Den habe ich mir nicht angeguckt. Komplett in Weiß. Also so ähnlich wie meine Netherquarz-Wände in meinem Bunker. Naja, ich hab's immer gerne so, dass ich wirklich dann halt wirklich auch so einen langen, weißen, breiten Gang habe, mit oben mit den illuminierten Lampen. Ich hab jetzt. Das wirkt zwar ziemlich. Aber ist halt wie ein Labor so ungefähr. Ich mach's halt auch immer so und er hat das halt. Mhm. Genau, und bei der Chisel, wie gesagt, wenn du jetzt hier Marble drin machst, dann hast du eben stellenweise hast du Marble with Dent. Mit Large Dent, mit normalem Dent und so weiter. Und das sind dann, und der Dent, das ist so was wie ein Rand. Und wenn du halt die Steine aneinander baust, dir mal zeigen hier, was denn passiert. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Über dir. Achso. Halt. So. Dann siehst du ja, haben die so einen komischen Rand außenrum, ne, die Steine. Mhm. So, jetzt nach in der Mitte. Puff, die verbinden sich. Cool. Genau. Auch wenn du nach oben gehst, genau dasselbe Spiel. Das ist halt dieser Rand. Verstehst du? Na, das fetzt ja. Ja. Und du kannst aber eben trotzdem die Steine eben wieder reinpacken in der Chisel und dann kannst du die wieder zurückchiseln. Ja, man kann als ganz normal. Mit den Bricks, die kannst du auch wieder aus den Bricks, wenn du die halt umwandelst, kannst du auch ganz normal wieder eben die brennenden Stein machen. Ganz normale Stone. Ja, das sieht ja auch lustig aus. Genau. Und du siehst unten in der Chisel, siehst du mal denn, wenn du jetzt aus dem Menü rausgehst, kannst du immer genau sehen, was noch drinnen liegt in der Chisel. Ja. Dann blendet sich so ein bisschen unten ein in der Inventarleiste. So. Oh, ich glaube, ich nehme ein bisschen.
Naja, das ist jedenfalls das, was wir machen könnten. Nun ist halt die Frage eben, wie wir es am besten jetzt bewerkstelligen. Also ich hätte jetzt, wir könnten jetzt halt den Berg hier mitnehmen, weil ich würde gerne den Reaktor da erstmal stehen lassen, so als Stromversorgung. Mhm. Kann man ja überall hinlegen, die Kabel nachher, und Zwischenspeicher legen, und dann brauchen wir noch bestimmte Kabel nachher für das ME-System, weil die haben jetzt noch eine gewisse Anzahl an Kanälen. Kannst also auch nicht mehr unbegrenzt irgendwie Kabel ranklatschen. Kann man schon ein bisschen mit Bedacht machen. Mhm. Weil ich möchte halt auch die Orberry Bush Farm eben ändern, weil das sind sehr viele geworden mittlerweile. Ups. Jetzt ja mal ankicken da. Ups. Ups, ups. Sind halt ein paar mehr. Boah, ist doch schon eine gute Farm geworden. Ja, halt nur wenig Eisen. Also ja, hab bisher wenig Eisenbüsche gefunden. So Kupfer und Zinn sind da jede Menge, aber und Alu. Aber Eisen fehlt gerade. Ach, hier ist Eisen. Zwei Stück. Ja, also. Ist die Nulle. Müssen wir nochmal suchen. Ich hätte dem jetzt mir gesagt, hier hinter der Tinkerschmiede, wo gerade noch aufwärts zählt, hätten wir da einfach erstmal angefangen und da erstmal die Hütte hinzusetzen. Könnten auch oben auf den Berg mit Ruf gehen, das wäre also jetzt wirklich schon fast irre dabei. Ey. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ehrlich gesagt. Nee, das ist immer schwer. Ja, den Anfang zu finden ist immer ätzend. Man will ja dann auch mit dem Restgebauten nicht in die Quere kommen. Ach, da kommen wir ja wieder umbauen. Ist ja eh typisch. Ansonsten schmeiß ich die Hexe da aus ihrer Hexenhütte raus. Vielleicht ein Bungalow haben. Ich will hier. Eine Doppelhaushälfte. Habt ihr doch gezeigt in meiner Vanilla-Welt. Ja. Was ich bauen will. Das nenne ich Haus. Also Haus ist ja eigentlich eine Plattenbausiedlung. Ja. Aber sowas soll dann halt hier mit entstehen, wisst ihr? Einfach nur in riesengroß. Und völlig übertrieben. Aber ist ja nun mal eine Stadt. Das heißt ja City Build, das Projekt. Nicht ohne Grund. Das stimmt. Wusch, wusch, wusch. Eigentlich könnte ich ja jetzt tagsüber den Schäler wieder anmachen. Ups. Den Rulo Place. Ich hätte gerne den Zeus-Schäler gehabt. Mhm. Nee, der Rulo Place, der haut mir gerade die Drops, die Frames runter auf 15. Scheiße. Den Zeus habe ich auch schon mal drin gehabt auf Ultra. Kann ja, aber der Zeus ist im Moment hier für die 1.10 also eigentlich nur neblig. Okay. Sieht nicht wirklich so schön aus wie die in alten Versionen. Oh, neblig ist kacke. Weil der funktioniert zwar, aber naja. So, planieren. Zeit, dass ich auch noch einen vernünftig großen Monitor habe hier. Ich weiß ja nicht, wie viel meiner hat, 17 Zoll. Ja, na, wenn ich umgezogen bin, dann sowieso, dann kommt auch noch ein zweiter großer Monitor rein. Aber nicht so ein Spielkram hier mit 17 Zoll, das ist ja schon ein bisschen was größer. Nee, ich habe ja einen gefunden für was hat er gehabt? Ich glaube 23 Zoll. Zoll. nicht mal ganz 200 Euro. Er hat auch sämtliche Anschlüsse gehabt. Also, er hat mir schon echt gut gefallen. Aber. Dann sagt Bruderchen: Mensch, du, ich hab da Autochen. Ja, Auto. Ah ja, passt schon. Nee, ich investiere lieber erstmal in das Auto und der Rest, der kann mit. Ja, aber damit die Aufnahme hier nicht allzu langweilig wird, würde ich hier auch nicht 5000 Jahre lang jetzt nur den Sand hier abkloppen. Mhm. So. Ich hatte dir ja schöne Schaufel gemacht. Ach. Du kannst übrigens auch Sand schüsseln, ja? Echt, ja? Ja, ja, nur mal so am Rande. Du kannst hier altmögliche chiseln. Was kann man denn damit machen? Nee. Na, das sieht nicht so. Nee, sieht nicht so schön aus. Auch einfach probieren. Ey, schon wieder 4 Stacks Erde drin, die Quette oder so. Holz kann man auch schiseln. Ja, ja. Spruce Woodplanks, die sehen cool aus. Ja, ja. Geht alles.
So, nehme erstmal jetzt auf alle Fälle erstmal den Sand hier raus. Dann nehme ich jetzt ein paar Marble-Stacks mit und ich nehme jetzt ein paar, nicht Kohle-Stacks, sondern Grünzeug ohne Ende. So, den nehme ich auch noch mit. Den Fußboden möchte ich auf alle Fälle. Jetzt müsste ich mal kurz überlegen, mit was kriege ich denn jetzt die Factory-Blöcke eigentlich hin? Warte mal, das wüsste ich nämlich aus dem Kopf gerade nicht. Factory Blöcke. Schneeziel. Invertierte Straßenlaternen, die waren es nicht. Hast du eigentlich meine Hundehütte schon gesehen in Bandela? Nee, da war ich noch nicht gewesen. Die haben so ja Fressnäpfe. Konnte ich mir nicht nehmen lassen. Was ist denn heute los, Mensch? Mit welchen Blöcken krieg ich denn die Factory-Blöcke hin? Warte mal, kriegen wir schon hin. Floor. Labor. Achso, ich muss mir erstmal den Labor-Block erstmal hin. Wie krieg ich den hin? Labor-Block. Wie krieg ich diesen Achso. Ah! Hier brennt da Stein und Netherquarz in der Mitte. Alles klar, wir haben kein Netherquarz. Supi. Das heißt, wir brauchen Obsidian. Jo. Möchte ich jetzt hier blanken, weißen Fußboden haben? Den möchte ich nicht haben. Den hau ich hier erstmal aus die Wände erstmal. Wie weit geht deine Hütte? Oder unsere? Weiß ich nicht. Wie veränderst du die jetzt noch? Mit Shift-Linksklick. Ach so, das kannst du dann einfach noch so machen mit dieser Schüssel. Ja? Kannst du auch dann machen, wenn sie gesteckt sind, ja. Weil wäre ja blöd, wenn du jetzt wirklich jedes Mal. Das erst wieder abbauen müsstest. Genau, und dann die Steine einzeln alle machen müssen. So kannst du halt ein bisschen genauer gucken oder einfacher gucken, wie die aussehen. Das halt nur einmal aufklicken und nicht zweimal. So, den wieder raus. Wie gesagt, die Chisel, die verbraucht sich halt, aber mein Gott, für ihn Eisen und und ein Stückchen. Genau. Aber so kriegt man auf alle Fälle schon mal eine ordentliche Wand. Mach mal lieber den Fußboden grau, oder? Den Fußboden mit den Ziegeln und die Wände hätte ich jetzt irgendwie hell gemacht, damit es möglichst alles hell bleibt. Mhm. Das muss ich erstmal überlegen, hier, was ich jetzt hier rausnehme hier. So, zack. Wie sieht ja hässlich aus. Oh, jetzt sieht sie ganz anders aus. Okay. Muss ich das verstehen? Was denn? Ich habe mir gerade eine Tür aus neuen Holz gemacht. Dann sah sie hässlich aus. Jetzt habe ich sie abgebaut und mit einmal ist sie heller und sieht ganz anders aus. Ist das normal? Ich befürchte ja.